Politik und Medien werden nicht müde, mit stoischer Regelmäßigkeit vor den angeblichen Gefahren des Klimawandels zu warnen. Die Erderwärmung stehe in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre, die mit der Verbrennung von fossilen Energieträgern stark zugenommen habe. Thema ist auch immer mal wieder die alljährliche Gletscherschmelze in der Schweiz. Tatsächlich verringerte sich die Gletscherfläche bereits innerhalb der letzten 166 Jahre um die Hälfte. Dass an dieser Veränderung der menschgemachte Klimawandel schuld sei, ist unter Klimawissenschaftlern stark umstritten. So ist zum Beispiel bekannt, dass es im 13. Jahrhundert im Schweizer Kanton Wallis keine Gletscher gab und diese erst wieder mit der mittelalterlichen kleinen Eiszeit von 1400 bis 1850 gewachsen sind. Dennoch werden mit immer mehr Steuern und Abgaben auch in den Industrieländern unter dem Vorwand des Klimaschutzes die Menschen finanziell ausgeblutet und unter anderem die Energiewende vorangetrieben, die immense Kosten verursacht. Als Energiewende wird der Umstieg von fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas auf sogenannte erneuerbare Energien wie Sonne, Wind und Wasser bezeichnet. Allein in Deutschland soll die Energiewende die Steuerzahler rund 23 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Auch in der Schweiz wird die Bevölkerung mit dem neuen Energiegesetz zur Kasse gebeten. Das gezielte Vorantreiben der Energiewende beruht unter anderem also auf der Theorie des sogenannten menschgemachten Klimawandels. Der zu hohe CO2-Verbrauch der Menschen soll zur Klimaveränderung geführt haben. Doch ist dem wirklich so? 1,2% des gesamten jährlichen CO2-Ausstoßes stammen von fossilen Brennstoffen. 2% stammen von der Atemluft, die der Mensch ausatmet. Weit über 90% stammen aus Quellen, auf die der Mensch keinen Einfluss hat. Meere, Vulkane, Fauna. In der Luft kommt das CO2 nur zu 0,038% vor. Der Mensch produziert also 3,2% von 0,038%. Das sind 0,0012%. Und diese geringe Menge soll für den Klimawandel verantwortlich sein? Da lässt doch die Aussage von Professor Heinrich Miller, österreichischer Polarforscher, aufhorchen. Kein Wissenschaftler leugnet die weltweite Erwärmung. So funktioniert eben der Planet Erde seit ein paar Millionen Jahren. Mal wird er wärmer, mal wird er kälter. Wir Menschen können das zwar mit Interesse beobachten, aber ändern können wir daran nichts. KlarTV zeigt auf, dass es hintergründig um ganz andere Interessen als den Klimaschutz geht und will die Bevölkerung zur Wachsamkeit anhalten. Es gibt nicht sehr viel Neues auf der Welt. So wie in der Kleidermode regelmäßig wieder die früheren Hits erscheinen, so ist es auch mit den großen Gaunereien. Sie laufen stets nach demselben Schema ab. Ein solches Schema heißt, bringe den Menschen dazu, dass er sich schuldig fühlt und ein schlechtes Gewissen hat. Zeige ihm einen Weg, wie er sich von dieser Schuld befreien kann, über eine Geldzahlung. Im Mittelalter jagte die Kirche den Menschen eine höllische Angst vor den Qualen im Fegefeuer ein. Als Beispiel das zweite Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Und wehe, wenn dir ein gotteslästerndes Schimpfwort entfahren ist, nachdem du dir mit dem Hammer auf die Finger geschlagen hast. Die Indoktrination von der Kanzel herab hatte System. Welche Erleichterung, als man den Menschen anbot, dem Fegefeuer entgehen zu können, wenn man einen Ablasszettel gekauft hatte. Mit dem Verkauf dieser Ablasszertifikate hat die Kirche riesige Geldsummen eingeheimst. Dieses Geld blieb selbstverständlich bei all den Kirchenfürsten hängen. Heute sind es Wirtschaftskreise, die uns mit Zertifikaten etwas vorlügen und über ein hervorragendes Netz von Desinformation in Politik und Medien verfügen. Zuerst muss ein schlechtes Gewissen her. Wir sind schuld an einem übermäßigen Ausstoß von CO2. Dieses von uns verschuldete CO2 ändert das Klima, lässt die Pole auftauen und die Eisbären sterben. Da wir aber weiterhin solche Sünden begehen, weiterhin Auto fahren und die Wohnung mit Öl heizen, müssen wir dafür Klimazertifikate kaufen und sind dann klimaneutral. Das funktioniert ganz einfach. Wer zum Beispiel mit einem großen Windrad die Natur verschandelt, erhält ein Zertifikat gemäß Kyoto-Protokoll, wonach er eine bestimmte Anzahl Tonnen CO2 gespart habe.
Dieses Zertifikat kann er dann an einen Sünder verkaufen, der nicht genug gespart hat. Zum Beispiel an ein Kohlekraftwerk. Wenn das Kohlekraftwerk genügend solcher Zertifikate gekauft hat, so ist es ebenfalls klimaneutral und muss keine Strafsteuern bezahlen. Der Handel mit Klimazertifikaten, Emissionsrechtehandel, ist ein Milliardengeschäft. Allein im Jahr 2016 wurden im europäischen Markt für 691 Millionen Tonnen CO2 Emissionsrechte, das Recht, ungestraft CO2 in die Luft abgeben zu dürfen, zum durchschnittlichen Preis von 5 Euro pro Tonne gehandelt, also rund 3,5 Milliarden Euro. Wer ist schuld an der Klimaveränderung? Wird die Klimaveränderung wirklich hervorgerufen, weil wir Menschen CO2 produzieren? Oder ist es einfach die Sonne, die mit ihrer Strahlungsstärke auf Wind- und Meeresströmungen für einen ständigen Wechsel des Klimas sorgt? Immer wieder hat es Eiszeiten und Wärmezeiten gegeben. Dazu einige Tatsachen. Niemand hat je beweisen können, dass CO2 an der Klimaveränderung schuld ist. Diese Theorie vom schwedischen Chemiker Arrhenius im Jahre 1890 entworfen, lässt sich nicht belegen. Der Einfluss des Menschen ist viel zu klein. 1,2% des jährlichen CO2-Ausstoßes stammen von fossilen Brennstoffen. 2% stammen von der Atemluft, die der Mensch ausatmet. Weit über 90% stammen aus Quellen, auf die der Mensch keinen Einfluss hat. Meere, Vulkane, Fauna etc. CO2 ist ein Gas, das nur zu 0,038% in der Luft vorkommt. Der Mensch produziert also nur 3,2% von 0,038%, das heißt 0,0012% der Luftzusammensetzung. Alle Pflanzen brauchen CO2, um leben zu können und über die Photosynthese für uns Sauerstoff zu produzieren. Im 13. Jahrhundert gab es im Wallis keine Gletscher. Wilhelm Tell hätte also über die Alpen laufen können, ohne einen Gletscher zu sehen. Die Gletscher sind erst wieder mit der mittelalterlichen kleinen Eiszeit von 1400 bis 1850 gewachsen. Die Leute in 100 Jahren werden sich wundern, wie viele von uns ernsthaft an diesen Klimabetrug geglaubt haben. Die alljährliche Gletscherschmelze, ausgelöst durch die warmen Sommertage, führte dazu, dass in den Leitmedien der Klimawandel wieder zum großen Thema wurde. Schweizer Gletscher, das Eis schmilzt im Rekordtempo oder Drama um Oberländer Gletscher, titelten die Tageszeitungen der Schweiz. Der Grund scheint eindeutig zu sein, der Mensch ist verantwortlich für den starken Gletscherrückgang. Die Erderwärmung stehe im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre, die mit der Verbrennung von fossilen Energieträgern wie zum Beispiel Kohle, Erdgas oder Erdöl stark zugenommen habe. Tatsächlich verringerte sich die Gletscherfläche der Schweiz innerhalb der letzten 166 Jahre um die Hälfte. Dass jedoch an dieser Veränderung der menschengemachte Klimawandel schuld sei, ist unter Klimawissenschaftlern stark umstritten. So ist zum Beispiel bekannt, dass es im 13. Jahrhundert im Wallis keine Gletscher gab und diese erst wieder mit der mittelalterlichen kleinen Eiszeit von 1400 bis 1850 gewachsen sind. Der österreichische Polarforscher Professor Heinrich Miller meint dazu: Kein Wissenschaftler leugnet die weltweite Erwärmung. So funktioniert eben der Planet Erde seit ein paar Millionen Jahren. Mal wird er wärmer, mal wird er kälter. Wir Menschen können das zwar mit Interesse beobachten, aber ändern können wir daran nichts. Auch der Geologe Professor Jan Feitzer von der Universität Bochum kommt zum Schluss: Vor 300 Millionen Jahren waren CO2-Konzentrationen 10 bis 20 Mal so hoch wie heute. Gleichzeitig herrschte eine Eiszeit. Durch die unermüdliche, einschlägige Berichterstattung der etablierten Medien über angeblich besorgniserregende Klimaveränderungen werden viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt und entwickeln Schuldgefühle. Die Bevölkerung macht sich zunehmend Gedanken, wie sie ihren CO2-Ausstoß reduzieren könnte, um das Klima zu schützen. Ein Artikel der Schweizer Gratiszeitung 20 Minuten vom 10. August brachte neue Verhaltenstipps für den Hauptverursacher des Klimawandels. Sie titelte: Herzige CO2-Schleudern, Babys sind süß und die schlimmsten Klimakiller. In diesem Artikel wird über eine kürzlich veröffentlichte Studie zweier schwedischer Forscher berichtet. Diese empfehlen darin, als wirksamste individuelle Maßnahme gegen den Klimawandel weniger Kinder zu bekommen. Der eine von ihnen, Seth Wines von der schwedischen Universität Lund, erläutert wörtlich:
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es vier Maßnahmen gibt, die den persönlichen Kohlendioxidausstoß entscheidend verringern können. Vegetarische Ernährung, der Verzicht auf Flugreisen und Auto und weniger Kinder machen. Mit dem Verzicht auf ein Auto könne ein Mensch jährlich 2,4 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid einsparen. Eine Ernährung ohne Fleisch spare 0,8 Tonnen CO2 pro Jahr und der Verzicht auf Flugreisen, rechneten die Forscher vor, verringere den Kohlendioxidausstoß um durchschnittlich 1,6 Tonnen pro Jahr. Der Verzicht auf Kinder aber ist der Studie zufolge die bei weitem wirksamste Klimaschutzmaßnahme, denn jedes nicht in die Welt gesetzte Kind bedeutet eine CO2-Einsparung von 58,6 Tonnen im Jahr. Eine amerikanische Familie, die sich entscheidet, weniger Kinder zu haben, trägt im gleichen Maße zur Verringerung der CO2-Emission bei, wie 684 Heranwachsende, die sich entscheiden, den Rest ihres Lebens ihre Abfälle systematisch zu recyceln, schrieb das Forscherteam. Auch in Lehrbüchern und überhaupt als allgemein in Schulen müssten Themen wie Kinderplanung und die damit zusammenhängende Übervölkerung der Erde Einzug halten. Die traditionelle kinderreiche Familie sei als klimafeindlicher Lebensstil zu brandmarken, so die schwedischen Forscher. Wie bitte? Ja, Sie haben richtig gehört. Familienplanung soll demnach in Zukunft nicht mehr Privatsache sein, sondern, wie auch schon andere Bereiche des Lebens, der Klimarettung untergeordnet werden. Wie in aller Welt können Menschen nur auf eine solch absurde und abstruse Idee kommen, dass aufgrund des von Menschen verursachten CO2-Ausstoßes, der rein rechnerisch im Gemisch unserer Luft nur 0,00152% beträgt, das Bevölkerungswachstum gestoppt werden müsse. Die Veröffentlichung dieser schwedischen Studie hat jedoch bereits zahlreiche Kritiker auf den Plan gerufen. Diese führen aus, dass der Kampf gegen den Klimawandel zunehmend menschenverachtende Züge annimmt. Mit der Petition »Kinderkriegen ist keine Umweltsünde« fordern Sie die Universität Lund auf, die Studie umgehend von ihrer Homepage zu entfernen und sich von den Machern und den in ihr enthaltenen menschenverachtenden Thesen zu distanzieren. In einem Brief an die oben genannte Universität schreiben Sie: Abgesehen von der Tatsache, dass es wissenschaftlich höchst umstritten und zweifelhaft ist, ob der Klimawandel überhaupt auf menschengemachte Ursachen zurückgeführt werden kann, ist es absolut zynisch und menschenverachtend, Kinder zum Schutz des Klimas opfern zu wollen. Kinder sind unser aller Zukunft. Die Würde des Menschen kann nicht gegen CO2-Emissionen aufgerechnet werden. Darauf also läuft die ganze um die Klimarettung veranstaltete Hysterie offensichtlich hinaus. Worauf kaum ein normal denkender Mensch je kommen würde: die Erdbevölkerung, die Menschheit als solche, soll reduziert werden. Dies erinnert erschreckend an die im US-Bundesstaat Georgia stehenden Georgia Guidestones. Auf diesem gewaltigen Monument aus Granitstein steht in 8 Sprachen eingemeißelt die Forderung, dass die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur gehalten werden soll. Das würde bedeuten, dass die Weltbevölkerung noch um weit mehr als 90% reduziert werden müsste. Was bislang als stets völlig unglaubwürdige Verschwörungstheorie abgetan wurde, nämlich ihre gezielte Reduzierung mittels Kriegen, Hungersnöten, Verhütungsprogrammen, Arzneimitteln und so weiter, dies nimmt nun, wie beispielsweise in dieser Sendung dargelegt, immer konkretere und praktischere Konturen an. Familienplanung soll sich demnach in Zukunft dem edlen Ziel der Klimarettung unterordnen und so der privaten Entscheidung entzogen werden. Kann es sein, dass hinter der angeblichen Klimarettung die gleichen Drahtzieher stecken, die zur Verwirklichung der von Ihnen angestrebten neuen Weltordnung gleichzeitig auch auf eine massive weltweite Weltbevölkerungsreduktion hinarbeiten? Mehr zu den Georgia Guidestones erfahren Sie in unserer gleichnamigen Dokumentation. Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Dokumentation über die Guidestones in Georgia. Nun die Details im Einzelnen. In Albert County im US-Bundesstaat Georgia befindet sich ein gigantisches Granitmonument mit seltsam verschlüsselten Botschaften. Dieses Mahnmal ist etwa 7 Meter hoch mit einem sagenhaften Gesamtgewicht von rund 120.000 Kilogramm. Die erstaunlichsten Details dieses Monuments sind aber nicht seine Ausmaße, sondern die in Granit gemeißelten Botschaften. 10 Regeln für ein Zeitalter der Vernunft. Diese Richtlinien sprechen von einer neuen Weltordnung.
einschließlich massiver Reduzierung der Weltbevölkerung, einer einzigen Weltregierung, die Begründung einer neuen Form von Spiritualität und einige mehr. Die Verfasser dieser Regeln verbergen sich in strikter Anonymität, sodass die Öffentlichkeit bis zum heutigen Tag keine Ahnung hat, wer die Macher dieser Steine sind. Doch hat diese mysteriöse Gruppe in einem bislang kaum diskutiert worden Text die Gründe erläutert, die hinter ihren neuen Regeln stecken. Neueste Erkenntnisse bringen Licht in den hinter diesen Guidestones stehenden Zweck, sodass heute kaum noch Raum für Hypothesen verbleibt. Die Guidestones beschreiben die zukünftige Welt, wie sie von okkulten Geheimgesellschaften geplant ist. Somit liefert das Monument den Beweis für die bestehenden Beziehungen zwischen solchen äußerst umstrittenen Geheimgesellschaften, der selbsternannten Weltelite und deren Drängen hin zu einer neuen Weltordnung. Während die Urheber dieses 120-Tonnen-Mahnmals noch immer unbekannt sind, eigentlich undenkbar bei den allerorts scharfen Bauvorschriften und es vorziehen, im Dunkel der Anonymität zu verbleiben, sind all jenen die Hintergründe dafür umso besser bekannt, die sich zu den Eingeweihten zählen können. Diese Sendung widmet sich besonders jenen 5 Geboten, die den Angelhaken und tödlichen Schwerpunkt dieser Steinkolosse repräsentieren. Bei den Guidestones im US-Bundesstaat Georgia handelt es sich um ein mysteriöses Monument, in dessen Granit 10 neue Gebote eingemeißelt sind. Das erste Gebot verlangt, die Weltbevölkerung ist unter 500 Millionen Menschen zu halten. Diese Forderung verbindet sich mit der Ausrufung einer allmächtigen neuen Weltordnung, was allem voran den Schluss nahelegt, dass es sich bei den Guidestones um das Werk einer okkulten Geheimgesellschaft handelt. 5 der 10 Gebote lauten wie folgt. Man halte die Weltbevölkerung unter 500 Millionen im immerwährenden Gleichgewicht mit der Natur. Man lenke die Fortpflanzung weise in vernünftige Bahnen zur Verbesserung des Gesamtempfindens und der Artenvielfalt. Man schaffe für die Menschheit eine einzige neue lebendige Sprache. Man bringe alle Nationen dazu, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu regeln, externe Dispute jedoch vor einem Weltgericht auszutragen. Man sei nicht Krebsgeschwür der Erde, gib Raum für die Natur. Hier wird offenkundig, dass die Gründer dieser Tafeln die Richtlinien für eine drastische Verminderung der Weltbevölkerung, die Einführung einer neuen Weltsprache, die Einrichtung eines Weltgerichtshofs und schließlich vage auch die Eugenik fordern. Mit anderen Worten, es handelt sich um den Bauplan für die Errichtung einer neuen Weltordnung. Entvölkerung, Geburtenkontrolle und Eugenik. Das erste Gebot ist besonders schockierend, denn es liegt im Vornherein fest, dass es von 14 auf der Erde lebenden Menschen 13 gar nicht geben sollte. Praktisch bedeutet diese Forderung, dass die gesamte Weltbevölkerung verschwinden müsste, bis auf einen geringen Rest, der in etwa der Bevölkerung Nordamerikas oder der Hälfte der Bevölkerung Afrikas entspricht. Da unsere Weltbevölkerung derzeit aus rund 7 Milliarden Menschen besteht, betrachten diese geheimen Baumeister 92,5% der gegenwärtigen Menschheit als völlig überflüssig. Über 92% von uns haben also in deren Augen schon heute kein Existenzrecht mehr. Denkt man dabei an den Film 2012, überlebten dort nur sehr wenige, interessanterweise einzig die reichsten Menschen der Erde. Haben wir es hier allenfalls mit einer Programmierung auf zukünftige Ereignisse zu tun? Das letzte Gebot der Guidestones, sei kein Krebsgeschwür der Erde, gib Raum, das meint mach Platz für die Natur, ist regelrecht traumatisierend. Denn hier wird das menschliche Leben mit einem schädlichen Krebsgeschwür verglichen, das die Erde befallen hat. Unter dem Einfluss solch einer Geisteshaltung dürfte es keine Kunst mehr sein, die Auslöschung fast der gesamten Weltbevölkerung aus Vernunftsgründen salonfähig zu machen. Und man stelle sich das einmal vor. Solch ein ungeheuerliches Manifest wird dort in Georgia in nicht weniger als 8 Sprachen publiziert. Das Monument, aus blauem Granit gehauen, sind die Guidestones dazu bestimmt, auf mehreren Ebenen Wissen zu vermitteln. Philosophie, Politik, Astronomie und so weiter. Das Monument besteht aus 4 großen Steinblöcken, in die 10 Lebensregeln in 8 Sprachen eingemeißelt sind. In Englisch, Hebräisch, Arabisch, Russisch, Spanisch, Swahili, Hindi und Chinesisch. Eine kürzere Botschaft findet sich an der Spitze der Konstruktion, und zwar in 4 antiken Sprachen.
Babylonisch, Altgriechisch, Sanskrit und ägyptische Hieroglyphen. Was man an dieser Stelle unbedingt wissen muss, genau diese vier antiken Sprachen haben in den Lehren okkulter Mysterienschulen oberste Bedeutung. Bekannt ist in diesem Zusammenhang der nahe Bezug der Freimaurer und Rosenkreuzer zu eben erwähnten Sprachen. Massive Entvölkerung ist also das in 8 Sprachen erklärte und zugleich oberste Ziel der selbsternannten Weltelite. Und tatsächlich treten viele vermeintlich wichtige Persönlichkeiten öffentlich für diesen Wahnsinn ein. Hierzu ein paar praktische Beispiele. Im Jahre 1988 artikulierte der britische Prinz Philip seinen Wunsch im Hinblick auf eine mögliche Reinkarnation. Er wünschte sich, als tödlicher Virus wiederzukehren, um zur weltweiten Bevölkerungsreduzierung aktiv beizutragen. Erst kürzlich erklärte Bill Gates, wenn wir mit unseren neuen Impfprogrammen Gesundheitsvorsorge, Empfängnisverhütung und weiteren ähnlich staatlich geförderten Dienstleistungen richtig gut sind, können wir vielleicht eine Bevölkerungsreduzierung zwischen 10% und 15% erreichen. Neben enormen Beträgen steuerlich absetzbarer Spenden zur Förderung des Entvölkerungsplanes kam es auch zu heimlichen Zusammenkünften von Vertretern der Weltelite, um über diese Angelegenheiten zu diskutieren. Einige der reichsten Männer der Welt, alles führende amerikanische Milliardäre, haben sich insgeheim getroffen, um Strategien zu entwickeln, wie ihr Reichtum dem Zwecke der Reduzierung der Weltbevölkerung am effektivsten dienen könnte. Die Philanthropen, also die Menschenfreunde, die an einem Gipfeltreffen auf Einladung von Bill Gates, dem Begründer von Microsoft, teilgenommen haben, diskutierten die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses und gemeinsamen Vorgehens zur Überwindung politischer und religiöser Hindernisse, die diesem Plan entgegenstehen. Bei dieser von einem Insider als Club der Guten bezeichneten Zusammenkunft waren auch David Rockefeller Jr., Patriarch der reichsten Dynastie Amerikas, die Finanziers Warren Buffett und George Soros, der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und schließlich die Mediamogulen Ted Turner und Oprah Winfrey anwesend. An der Basis des Monuments findet sich eine Tafel mit Erklärungen für einige Details der Konstruktion. Dort findet sich auch die Erwähnung der mystischen Zeitkapsel, die unter besagter Platte vergraben sein soll. Astronomische Daten haben für das Design der Guidestones eine unübersehbare Bedeutung. In einer verhältnismäßig jungen Nation wie den Vereinigten Staaten von Amerika sind Monumente mit Bezug auf Himmelskörper in den meisten Fällen das Werk von Geheimgesellschaften, wie beispielsweise der Freimaurer. Von ihnen sind 2 Dinge bekannt. Erstens entstammen deren Lehren von den Mysterienschulen des antiken Ägyptens, Griechenlands oder der keltischen Druiden. Zweitens sind sie dafür bekannt, einen Teil ihres geheiligten Wissens in Monumenten zu verewigen. Der Zentralstein weist 2 Besonderheiten auf. Erstens, der Nordstern ist durch eine spezielle von Süden nach Norden geführte Bohrung stets sichtbar. Zweitens entspricht ein weiterer Spalt den Positionen der aufgehenden Sonne zum Zeitpunkt der Sommer- und Wintersonnenwenden. Die 2. Guidestone-Regel fordert in der Hauptsache das Tätigwerden des Gesetzgebers zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzung für die Einmischung staatlicher Stellen in die Familien. Zwischen den Zeilen erkennt man, dass es hier um die Verabschiedung von Gesetzen geht, mit denen die Anzahl der Kinder pro Familie geregelt werden soll. Was die Forderung nach Verbesserung der Artenvielfalt und des Gesamtbefindens betrifft, so ist dieses Ziel durch selektive Zucht oder die Destabilisierung von unerwünschten Mitgliedern der Gesellschaft zu erreichen. Dieses Verfahren wurde ursprünglich als Eugenik bezeichnet, bis die Verwendung dieses Begriffs wegen Nazi-Gerüchten als politisch unkorrekt verworfen wurde. David Rockefeller. Manche glauben sogar, dass wir einer Geheimgesellschaft angehören, deren Aktivitäten gegen die Interessen der Vereinigten Staaten gerichtet sind, bezeichnen meine Familie und mich als Internationalisten und bezichtigen uns der Verschwörung mit anderen überall auf der Welt mit dem Ziel, eine mehr integrierte, globale, politische und wirtschaftliche Struktur zu schaffen. Die geeinte Welt, wenn man so will. Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz darauf. David Rockefeller. Mit den meisten anderen Regeln wird überwiegend und beharrlich die Schaffung einer Weltregierung gefordert, mit einigen wenigen aufgeklärten Herrschern, die alle Aspekte des menschlichen Lebens regeln würden, einschließlich des Glaubens, sozialer Verpflichtungen, Wirtschaft und so weiter.
Diese Vorstellung ist absolut nicht neu, denn sie wurde von den Mysterienschulen über Jahrhunderte vertreten. Manly P. Hall schrieb 1917: Wenn der Mob regiert, wird die Gesellschaft von Ignoranz beherrscht. Wenn die Kirche regiert, wird der Mensch vom Aberglauben beherrscht. Und wenn der Staat regiert, wird der Mensch von Furcht beherrscht. Bevor die Menschheit harmonisch und verständig miteinander leben kann, muss die Ignoranz zur Weisheit gewandelt werden, der Aberglaube zu erleuchtetem Glauben und die Furcht muss sich zur Liebe gewandelt haben. In The Secret Destiny of America erläutert Hall den alten Traum von einer Weltregierung, wie er von den Geheimgesellschaften geträumt wird. Weltdemokratie war der heimliche Traum der größten klassischen Philosophen. Zur Erreichung dieses größten aller menschlichen Ziele entwickelten sie Erziehungsprogramme, Religion und Regeln für das Sozialverhalten, um schlussendlich zu einer wahrhaft universalen Bruderschaft zu gelangen. Um sich dieser Aufgabe effektiver widmen zu können, schlossen sich diese antiken Gelehrten zu einer allumfassenden, geheimen Bruderschaft zusammen. In Ägypten, Griechenland, Indien und China wurde der Begriff des Staatsgeheimnisses geboren. Es kam zur Gründung von Orden durch eingeweihte Priesterphilosophen als souveräne Körperschaften zur Unterweisung, Beratung und Anleitung der Regierenden. Direkte Hinweise durch die anonymen Urheber. Seit der Errichtung des Monuments am 22. März 1980 haben zahlreiche Autoren und Forscher versucht, das hinter diesen 10 Richtlinien stehende rationale Gedankengut zu interpretieren. Handelt es sich tatsächlich um den Plan für eine neue Weltordnung? Handelt es sich um Regeln, die lediglich im Falle einer schweren Katastrophe zur Anwendung gelangen sollen? Die beste Möglichkeit, sich die Antwort auf alle Fragen geben zu lassen, wäre die Befragung der Auftraggeber des Monuments. Da diese es aber vorgezogen haben, anonym zu bleiben, scheidet diese Möglichkeit aus. Dennoch haben sie eine überaus wichtige Erklärung hinterlassen, die bisher von fast allen übersehen wurde, die sich mit der Lösung des Rätsels der Guidestones beschäftigen. Dieser erstaunliche Text, der ihre Motivation sehr ausführlich beschreibt, findet sich ausschließlich im The Georgia Guidestones Guidebook, eine Abhandlung, die von der Steinmetzfirma herausgegeben wurde, die das Monument geschaffen hat. Gleich von Anfang an wird über jeden vernünftigen Zweifel erhaben deutlich, dass die Urheber in der Tat auf die Schaffung einer neuen Weltordnung hinarbeiten. Es handelt sich bei dieser Feststellung weder um eine Verschwörungstheorie noch um eine Hypothese. Diese Forderung ist klar formuliert und in den vorerwähnten Katalog schriftlich fixiert worden. Hier folgt also jetzt aus der Feder der geheimen anonymen Autoren die Erklärung der 10 Regeln. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Menschheit jetzt den nötigen Wissensstand erreicht hat, um eine effektive Weltregierung zu errichten. In gewisser Weise muss dieses Wissen breit gefächert in das Bewusstsein der gesamten Menschheit eingepflanzt werden. Bereits sehr bald müssen die Herzen unserer Menschheitsfamilie angerührt werden, damit wir eine globale Herrschaft der Vernunft willkommen heißen. Der erste Schritt wird es sein, eine zweifelnde Welt davon zu überzeugen, dass eine solche Gesellschaft jetzt möglich geworden ist. Wir, die Sponsoren der Georgia Guidestones, sind eine kleine Gruppe von Amerikanern, denen daran gelegen ist, das Augenmerk auf die gegenwärtigen zentralen Probleme der Menschheit zu richten. Wir haben uns dafür entschieden, anonym zu bleiben und Diskussionen und Vorurteile zu vermeiden, die geeignet sein könnten, unsere Botschaft zu verwässern. Im Jahre 1980, als diese Steine errichtet wurden, war das dringendste Weltproblem die Erfordernis zur Kontrolle der Weltbevölkerung. In den vergangenen Jahrhunderten haben die Technologie und ein Übermaß an Energieträgern das Anwachsen der Menschheit weit über das hinaus, was über lange Zeiträume hinweg ernährt werden kann, möglich gemacht. Heute können wir die bevorstehende Erschöpfung dieser Energiequellen und einer Vielzahl lebenswichtiger Rohstoffe auf globaler Ebene erkennen und abschätzen. Dass es sich hierbei um eine fatale Irrlehre handelt, bewiesen zahllose Kleingärtner in Russland. Wir könnten allein mit Kleingärten die ganze Welt ernähren. Mit insgesamt schätzungsweise 35 Millionen Hinterhofgärten im Familienbesitz, sogenannten Dachas, demonstriert Russland, wie damit ein ganzes Land problemlos ernährt werden kann. 71% der Bevölkerung produzierte auf diese Weise 1999 ungefähr die Hälfte der im Land konsumierten Milch. 60% des Fleisches, 77% des Gemüses, 87% der Früchte und 92% der Kartoffeln. Alles ökologisch und nachhaltig.
Gesamthaft gesehen bauen russische Familien praktisch alle Lebensmittel, die sie brauchen, selbst an. Der russische Staat fördert diese bäuerliche Familienkultur durch ein gesetzliches Recht auf ein kostenloses, steuerfreies, privates Gartengrundstück für jeden russischen Bürger mit einer Größe von ca. 1 bis 3 Hektar. Wenn man bedenkt, dass allein die Rasenfläche in den USA doppelt so groß ist wie die der Gärten in Russland, wird deutlich, dass es sich bei der Welternährungsfrage um eine bewusste Lügenpropaganda handelt. Es braucht schon gar kein zum Beispiel genverändertes Saatgut, auch keine industrielle Landwirtschaft, damit jeder genug zu essen hat. Hinter all diesen Propagandisten steckt nur berechnende Großverdiener. Dies leuchtet umso mehr ein, wenn man bedenkt, dass die Vegetationsperiode in Russland nur halb so lange anhält wie in den USA. Wäre nicht vielmehr das für alle Länder nachahmenswert? Hier weitere Erklärungen der geheimen, anonymen Autoren. Die Kontrolle über unsere Fortpflanzung ist ein dringendes Erfordernis. Es wird tiefgreifende Veränderungen unserer Einstellung und Gewohnheiten erfordern. Leider kann die den Gewohnheiten innewohnende Kraft extrem sein. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn jene, für die ihre Gewohnheiten eine dominante Kraft sind, über das Erfordernis von Veränderungen nicht informiert sind. Im Hinblick auf einen immerwährenden Ausgleich mit der Natur sind heute praktisch weltweit alle Nationen überbevölkert. Wir sind wie eine Flotte überladener Rettungsboote, die sich mit einem heranziehenden Sturm konfrontiert sieht. Überall auf der Welt werden die vorhandenen Ressourcen rücksichtslos ausgebeutet, sodass es auf Dauer nicht möglich sein wird, der Weltbevölkerung den gegenwärtigen Wohlstand zu garantieren. Ackerland wird vernichtet und die gefährliche Abhängigkeit von ausländischem Erdöl, Metallen und weiteren nicht reproduzierbaren Ressourcen nimmt beängstigend zu. Nationen wie Japan, Holland und Haiti sind noch entschieden stärker überbevölkert, sodass sie sich in einer noch größeren Gefahr befinden. Unter diesen Umständen darf die Fortpflanzung nicht mehr ausschließlich eine persönliche Angelegenheit sein. Die Gesellschaft muss ein Mitspracherecht und die Macht zum Erlass von Regulativen in dieser vitalen Frage haben. Die entsprechenden Wünsche von Ehepaaren sind zwar wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium. Das Interesse der bestehenden Gesellschaft und das Wohlergehen zukünftiger Generationen muss in zunehmendem Maße bedacht werden, während wir Mechanismen entwickeln, mit denen die Zahl unserer Nachkommen in vernünftige Bahnen gelenkt werden kann. Mit legalem und sozialem Druck muss dafür gesorgt werden, dass eine unverantwortlich hohe Zahl von Kindern pro Platz Familie in der Zukunft unterbleibt. Ehepaare, die nicht über ein ausreichendes Einkommen verfügen, um eine Familie zu ernähren, sollten sich keine Kinder anschaffen, die zu einer Belastung für die Nachbarn werden. Unnötige Kinder in ein bereits überbelegtes Rettungsboot zu bringen, ist übel. Es ist gegenüber diesen Kindern ungerecht. Es ist für die anderen Insassen des Bootes und aller Lebewesen schädlich. Die Gesellschaft sollte zu einer solchen Verhaltensweise keinesfalls ermutigen. Heute verfügen wir über das Wissen und die Techniken einer Geburtenkontrolle. Die politischen Führer in allen Ländern der Welt tragen eine große Verantwortung für die allgemeine Verbreitung und Bereithaltung dieses Wissens und der Techniken. Dieses Ziel könnte mit einem Bruchteil des Etats erreicht werden, den die Welt heute für militärische Zwecke aufwendet. Eine blühende und vielfältige Weltbevölkerung in immerwährenden Einklang mit den globalen Ressourcen werden der Eckstein einer rationalen Weltordnung sein. Menschen guten Willens in allen Nationen müssen auf die Erreichung dieses Gleichgewichts hinarbeiten. Mit der Fertigstellung der Mitteilung der Georgia Guidestones hat sich unsere kleine Gruppe von Sponsoren aufgelöst. Wir geben das Monument in die Obhut der Bewohner von Elbert County, Georgia. Nun, sollte sich solch eine triebhaft idealistische Gruppe tatsächlich plötzlich aufgelöst haben? Wer sind die Urheber? Bei den Georgia Guidestones scheint es sich um ein freimaurerisches Rosenkreuzer-Manifest zu handeln, mit dem drastische Veränderungen für die Welt gefordert oder angekündigt werden. Dem Monument kommt eine große Bedeutung zu, wenn man die Kräfte verstehen will, von denen unsere Welt von heute und morgen insgeheim geformt wird. Hier manifestiert sich, in Stein gemeißelt, die entscheidende Beziehung zwischen Geheimgesellschaft der Weltelite und deren gemeinsamen Plänen für eine neue Weltordnung. Das Drängen hin auf eine neue Weltordnung, die Forderung der Bevölkerungskontrolle und Umweltfragen sind Themen, die heute aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungen praktisch täglich diskutiert werden. Als die Georgia Guidestones 1980 errichtet wurden, gehörten diese Themen noch nicht zum Tagesgespräch.
Man kann also feststellen, dass in dieser Hinsicht seitdem bereits große Fortschritte erzielt worden sind. Viele der Regeln der Guidestones sind für die Bewahrung der Funktionsfähigkeit der Erde auf lange Sicht betrachtet durchaus sinnvoll. Aber zwischen den idealistischen Worten der Auftraggeber der Guidestones und der realen Art und Weise, wie diese Regeln auf die Massen angewendet würden, von machthungrigen und gierigen Politikern, liegen jedoch Welten. Liest man zwischen den Zeilen, ist für die praktische Umsetzung der Verlust der meisten persönlichen Freiheitsrechte und die Unterwerfung unter eine diktatorische Regierungskontrolle in weiten Bereichen des Lebens gefordert. Um auf die geforderte Eliminierung von 92,5% der Weltbevölkerung gar nicht näher einzugehen. Wobei aber wohl als sicher gelten darf, dass diese selbsternannte Elite in dem zu beseitigenden Prozentsatz ganz sicher nicht enthalten sein wird. Dass bislang solch eine Forderung auf einem 120.000 Kilogramm Monument an allen Baubehörden und Regierungen vorbei anonym bleiben konnte, beweist, dass höchste Regierungskreise hier mit im Bunde stehen müssen. Auch stellt sich die Frage, ob das Konzept von einer Demokratie durch und für das Volk eine bloße Illusion ist. Eine vorübergehende Lösung bis zur Errichtung der Eine-Weltregierung. Warum tritt man in dieser Angelegenheit nicht auf demokratische Weise an die Völker der Welt heran? Es ist anzunehmen, dass es für die Elite leichter ist, sich der Zustimmung der Völker durch langfristige, entsprechende Manipulationen mittels der kontrollierten Massenmedien zu versichern. Wobei in diesem Fall wieder einmal mehr die Ausnahme die Regel bestätigt. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn die Völker jetzt nicht aufstehen, dann wird diese massive Reduktion der Weltbevölkerung realisiert werden. Bleiben Sie nicht passiv und verbreiten Sie diesen Film weiter. Auf Wiedersehen. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.